Ja, dann sind wir scheinbar mit dieser Reihe dann auch durch. Okay. Ja, da kommen wir nachher zu. Ja. Wir sind durch. Außer dass wir die Sachen noch nicht gefunden haben. Okay. Ich fürchte, ganz durch werde ich heute nicht kommen, aber vielleicht so, dass wir es dann wirklich bei der nächsten Aufnahme abschließen können. So, wonach müssen wir suchen? Der Seeblick müsste irgendwo so liegen, dass wir einen Turm sehen können. Mal schauen. Kleiner Park, geheimer Seeblick. Liegt möglicherweise auch erhöht. Ich würde mal schauen, tatsächlich irgendwo hier. Nee, nicht die Turmtreppen. Extra, extra! Vengeful mermaid reeled in! Eliza accused of poisoning! Interested in some Cordona news? Eigentlich nicht. Oh Gott. Eigentlich will ich es nicht lesen. Ich will es eigentlich nicht lesen. Ach Gott. Check the front page. You won't regret it. Doch, ich doch, doch. Ich werde es bereuen. Aus der Traum vom ewigen Eis. Erlebte eine Arktis-Expedition, die zum Aufstocken der Vorräte in London anlegte, eine unangenehme Überraschung. Ein Mitglied des Expeditionsteams wurde wegen des Verdachts auf Industriespionage festgenommen. Der Zugriff konnte dank der Ermittlungserfolge von Inspektor Hopkins erfolgen, einem der vielversprechendsten Neuzugänge bei Scotland Yard. Lesen Sie im Exklusivinterview mit dem jungen Helden, wie er es geschafft hat, den Fall zu lösen. Ja, natürlich. Meerjungfrau ins Netz gegangen. Nach der kaltblütigen Ermordung dreier Matrosen wurde die Meerjungfrau von Cordona endlich gefasst. Bei der Aufarbeitung der Mordfälle mussten die Beamten im trüben Gewässer fischen. Wieso drei Matrosen? Der eine ist doch nicht gestorben. Auch Polizeiquellen kamen ans Licht, dass es Elisa Esposto genau auf diese drei Männer abgesehen hatte, da sie zuvor von ihnen missbraucht worden war. Nachdem die Meerjungfrau dem Wein ihrer Opfer Gift beigemengt hatte, brachte sie sie dazu, ihn zu trinken. Anschließend warf sie die wehrlosen Matrosen ins Wasser, damit sie ertranken, um ihr Verbrechen zu vertuschen. Abermals sind die Behörden dem jungen Mr. Sherlock Holmes zu Dank verpflichtet, der in der Vorgehensweise der Mörderin ein Muster erkannte, wo andere nur tragische Unfälle sahen. Wow. Das erste Mal unser Name erwähnt, oder was? Sklavenhandel vereitelt. Man könnte meinen, die unrühmlichen Zeiten des Sklavenhandels auf Cordona würden längst der Vergangenheit angehören, doch leider wurden wir kürzlich eines Besseren belehrt. Diese Zeiten waren nie vorbei. Die Nachforschungen eines aufrechten Bürgers namens Sherlock Holmes führten ihn zu mehreren Sklaven, die in einem stillgelegten Eisenbahndepot gefangen gehalten wurden. Nachdem die Behörden enorm unter Druck geraten waren, ergriffen sie schließlich die Initiative und sorgten dafür, dass alle Sklaven befreit und wieder mit ihren Familien vereint wurden, während die Übeltäter nun auf ihren Prozess warten. Die Antwort auf eine Frage blieben die Behörden der Bevölkerung jedoch schuldig. Wie konnten die Sklavenhändler jahrelang auf Cordona schalten und walten, ohne von der Polizei bemerkt zu werden? Der Cordona Chronicle fordert eine sofortige Untersuchung dieser Verlichtvergessenheit oder Korruption. Archivarin nun selbst Geschichte. Wie sich herausstellte, war das Stadtarchiv von Cordona der Unterschlupf von Grabräubern und einer von ihnen endete in dem Grab, das er, oder besser gesagt sie, selbst geplündert hatte. Das schändliche Verbrechen konnte mit der Hilfe von Mr. Sherlock Holmes aufgedeckt werden, dessen beachtliche Ermittlungserfolge die Polizei langsam, aber sicher schlecht aussehen lassen. Seine Nachforschungen hinsichtlich der zunehmenden Fälle von Grabräuberei auf dem Friedhof führten ihn zu leitenden Archivarin Ursula Oni, die kurz davor zuvor verschwunden war. Kaum jemand wird damit gerechnet haben, dass sie von ihrer Komplizin Meryl Levy ermordet wurde, mit der sie zuvor den Schmuck Verstorbener aus Gräbern entwendet hatte.
Mrs. Levy wurde festgenommen und wird sich schon bald vor Gericht verantworten müssen. Das Rechtsprechungssystem auf Kodona sieht für Mord die Todesstrafe vor. Daher kann sie wohl nur noch hoffen, dass ihre Akte verloren geht und irgendwo verstaubt. Ja, das meinte ich eben. Jetzt kriege ich wieder ein schlechtes Gewissen, weil das dann automatisch bedeutet, dass sie hingerichtet wird. Weil scheinbar immer für Mord die Todesstrafe... Also... Tja. Tja, so ist das nun mal. Okay. Das könnte doch da hinten... Das könnten doch die Türme sein, die wir sehen können. Ach, ist es vielleicht jetzt diesmal tatsächlich da oben? Ach, kam ich jetzt denn auf der Seite hier rein oder nicht? Das könnte jetzt... Ah, nee, komme ich nicht. Das könnte beim Hotel sein. Der Brunnen. Dort kann man auf die Mauer sehen, ja. Wo soll das jetzt genau sein? Die Kiste. Ist es das nicht? Sieht doch ein bisschen anders aus. Scheiße. Es ist nicht der Brunnen. Verdammt. Ich glaube an sich... Die Richtung ist schon mal nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Kann halt nicht rein. Ich werde ein bisschen ungeduldig. Ach da! Das ist es. Okay. Irgendwo... In der Kutsche? Nein. Und wo hier? Ah. Da. We found the treasure. You and I make a good team. Ja. Noch zwei. Die werden, glaube ich, echt schwer zu finden. Kleiner Park. Geh jetzt nochmal in diesen Park, wo wir den Auftrag bekommen haben. Hier, der beim Haber-Wachturm. Weil das sieht nämlich so ähnlich aus, wo wir diesen einen Auftrag gekriegt haben.
Oh, aber die Bänke passen nicht. Die Bänke passen nicht hier in den Stadtteil. Kann das sein? Es sind Holzbänke. Ah, es sind die kleinen Details, anhand derer man das dann doch erkennen kann. Okay, wo haben wir Holzbänke in den Parks? Und wo haben wir überhaupt noch Parks? Hier ist halt sehr viel. Okay, wir müssen mal rausfinden, wo es Holzbänke gibt. Hier ist auch kein richtiger Park. Ich dachte, das wäre ein Park, aber ist es nicht. Aber nur so kleine Grünflächen. Gehen wir da nochmal hin? Das ist eher ein großer Park. Gibt es auf jeden Fall Holzbänke, aber es gibt hier auch diese Steinbänke. Das vielleicht gibt es in der Altstadt auch beides. Das macht es nicht einfacher. Okay. Aber der Park war es nicht. Vielleicht da ist noch so ein kleiner Park. Sieht von der Form her so aus. Super, wo ist der? Nee. Irgendwie. Hier? Wie komme ich da dran? In diesem kleinen Park. Und schon. Da gar nicht hin. Hier hoch? Nein, natürlich nicht. Okay. Es wäre theoretisch da. Der Seite, aber ich komme da gar nicht hin. Richtig? Das ist nur so ein Innenhof, an dem man nicht rankommt. Ach, ist das der Innenhof, wo wir gekämpft haben? Na toll. Okay. Ich gucke mir den hier nochmal an. Nicht, dass ich die Holzbänke übersehen habe. Aber die Mauer sieht auch anders aus. Das ist nicht dieser Park. Oh, sorry. Ich bin gerade ans Mikro gekommen. Frage ist, es müsste ja ein Park sein, der zugänglich ist. Ja, gucken wir mal hier. Also, nehmen es zeigt einfach auch solche Grünflächen an. Es könnte von der Größe her auf jeden Fall passen. Ah,
anderen Seite. Nee, das sind alles hier nur so Grünflächen, nicht das, was wir suchen. Vielleicht da. Also es muss ja tatsächlich dann offenbar nicht so groß sein. Da ist auch noch was, aber das wird wohl nur so eine kleine Fläche sein. Ja. Nämlich diese hier. Uff. War noch überhaupt keine Ahnung, wie ich diese bröckelnde Säule finden soll. Überhaupt kein Plan. Ja. Da würde ich mal gerne hin. Das ist diese Grünfläche. Das ist auch vor dem Gebäude. Das wird auch nur eine Grünfläche sein, kein Park. Hier, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Wahrscheinlich nicht, oder? Das macht mich leicht wahnsinnig. Wie soll ich das finden? Ich habe auch ehrlich gesagt jetzt keine Lust. Ja, das komplett abzuklappern. Kleiner Park, kleiner Park. Das hier hat so ein bisschen so eine Form. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das werde ich dann. The cutest thing you'll see all day. Hamlet, staged by children. Okay. Haben wir doch noch einen Fall. Oh, so it has taken root. What's taken root? As I recall, when we were growing up, this theater didn't welcome kids. You've forgotten, John. Come to the back entrance and I'll refresh your memory. Ah, okay, das wird wahrscheinlich nur eine kleine Geschichte sein. Erinnerungen an Theaterstück, okay. Dann gucken wir mal. Wo genau soll das sein? Dem Hintereingang, okay. Ja, gehen wir zum Hintereingang. Yeah, I still see nothing. You need to focus, my dear friend. Watch me. Gucken wir mal. Oh. Here was our glorious stage. Ring any bells? Ah, we don't need to dwell on the past, Sherry. And Hamlet's mother, Gertrude, taking poison. What was the name of that girl? Oh, Georgina, of course. She was our neighbor. Oh, I remember her. She liked you. And there you were, the best supporting actor. My silent scene partner, my Yorick. Your presence inspired me and brought me to tears. Yeah, it hurt to know that's all I could be. Inspiration.
I couldn't even play the king's ghost. How's that for irony? To be or not to be? Indeed. I know why you wanted to forget. The show forced you to confront your limits, except no one else would ever see you but me. Why do you think I cried? Okay. In the end, the audience was thrilled. I can still hear their roars after the final act. You were so pleased with yourself when the theatre director came down to admire your work. He applauded. A huge gesture from a man for whom children on stage was an anathema. Okay. One small step for a man, one giant leap for students of the dramatic arts. Childhood is a time of naivety. I cannot now imagine seeking a career as an actor, drinking wine all day and gaily treading the boards at night. Yet you often pretend to be someone else in your search for the truth. You can't act like this side of you disappeared completely. Quite. This above all, to thine own self be true. Okay. Nett.